Okay, dann gehen wir mal wieder. Ich wollte sagen, oh nein, das ist schon wieder eine Kopperstrecke. Demo-Strecke, Kopperstrecke. Also von den Koppers her sieht man sofort, dass es eine Demo-Strecke ist. Das wollte ich sagen. Gott, dieser Controller ist so gefickt. Er knirscht und knarscht, ey. Was der auch alles schon überleben musste, der ist auch schon 100 Mal durch den Raum geflogen. Und wurde irgendwie mutwillig immer versucht zu reparieren. Oh, er geht noch, er geht noch. Ich hab's dann mal versucht mit Xbox 360-Controller dieses Spiel zu spielen, aber keine Chance, ey. Ist einfach so, weil mein Gehirn einfach auf diesen scheiß alten Logitech-Controller eingeeicht ist. Das Schlimme ist, ich glaube, den kannst du auch nicht mehr kaufen, weil es gibt, wenn du das diesen Logitech-Controller suchst, findest du nur den Nachfolger davon. Und nein, das ist nicht das Original. Du musst den alten Originalen haben. Obwohl, man findet ja theoretisch fast alles bei eBay, ne? Ich finde ja auch diese komische Spielebox, die es damals bei Aldi gab. Die habe ich auch sogar bei eBay gefunden. Beziehungsweise die hat ja jemand sogar auf archiv.org geladen. Aber nur die eine Version. Da sind, glaube ich, zwei andere Spiele drin gewesen als bei meiner. Aber das gab es sowieso damals viel, ne? Diese komischen Boxen mit jede Menge PC-Spiele. Oder gab es sogar für PlayStation mit jede Menge PlayStation-Spielen. Aber meistens waren die Spiele alle so meh. Entweder sie waren alt oder sie waren meh. Oder sie waren alt und meh. Deswegen so ein paar Spiele, so Remake Away 2 war dabei, ne? Ja, das war ein gutes altes Spiel. Aber dann waren auch eben so andere Spiele bei, wo du denkst so, okay, das ist ja schon Speicherplatzverschwendung. Irgendwie Looney Labyrinth, irgendwie die Version, glaube ich, war 8 Megabyte oder so groß. Und dann noch mal eine ganze CD, ja, sinnlos. Ja, der Knifflix, ne, Knifflix war auch ultra klein. Stimmt, zu Knifflix habe ich auch mal ein Video gemacht. Knifflix. Oh, meine. Aber ich glaube, ich habe nur kurz überall reingeschnuppert. Ja, soll ich auch ein komplettes Let's Play machen mit allen Puzzle? Oh Gott. Also die wird ja mehr Parts haben als Trackmania. Weil ich bin ja überhaupt kein Puzzle-Typ. Ich bin auch nicht der Typ, der gerne Kreuzworträtsel oder sowas löst. Überhaupt nicht. Ey. Dann will ich ein bisschen ballern. Ballern. Obwohl ich auch schon, ja, außer Halo eben lange kein Ballerspiel mehr gespielt habe, ne? Und so habe ich damals immer den neuesten Call of Duty gespielt. Oder die neuesten, sozusagen, was gab's da noch? Battlefield, Medal of Honor, oh Gott, jetzt müssen wir mal meine ganzen Ego-Shooter aus dem Kopf kommen. Oh, was denn noch? Komm. Ach, wie heißen die nochmal alle? Und die World in Conflict war man kein Ego-Shooter. Black and White war auch kein Ego-Shooter, ey. Die wäre jetzt andere Ego-Shooter. Fällt gerade nicht ein, wie die heißen, ey. Ah, Bulletstorm auf jeden Fall. She's a War? Ah, nee, das war ja Third Person, ne? Und kein First Person. Oh Gott. War Prey First Person? Ich glaube ja, ne? Also der alte Prey. Ja, der neue Prey wäre, glaube ich, auch ein First Person. Hm. Schön, zweimal denselben Fehler gemacht, hintereinander. Ja, ich bin ja auch ein gutes Let's Play, oder? Das alte Prey? Hm. Weiß ich nicht, wäre das gut? Also ich würde da bestimmt 0, jetzt durchrennen, wie gesagt, und Ego-Shooter, PC, alles gut und so, und ja. Aber frage ich immer, ne, ist das spannend, einen zuzugucken? Habe ich schon mal Ego-Shooter Let's Played? Ja, Call of Duty 4, 6. Aber habe ich ja nur einmal reingehaucht, ne? Aber ich habe es auch, ich habe es aufgenommen, als ich es nach einer halben Ewigkeit, oh Mann, ich stelle die Kamera gleich um. Nach einer halben Ewigkeit gespielt habe. Ja, und das habe ich auch gerade heftig abgelost. Wollte ich damals 2009 und 10 die Kamera laufen lassen. Hätte ich auch streamen können zu dem Zeitpunkt, weil ich, da war ich sogar richtig gut gewesen. Wow. Da war ich immer an den besten Plätzchen gewesen. Fuck. Aber so ist es halt, ne? Wenn du die ganze Zeit eben ein Spiel spielst und ja, so gesagt, so trainierst, dann wirst du eben halt irgendwann besser, in der Regel. Aber das habe ich, glaube ich, ich habe es, glaube ich, auch echt nur mit Call of Duty gemacht, mit 4 und mit 6. 3 oder bis in 3. Modern Warfare 3 habe ich auch ein bisschen gespielt, aber wie gesagt, das war nie so mein Ding. Damit wurde ich nicht so warm und dann hört es ja langsam auf. So, schon mal auf die 3 schalten. Ich war aber ein Schwein. Nein. Siehst du, jetzt kann ich ein bisschen ausbessern hier. Schon mal gesagt, ich hasse das, wenn die nicht um die Kamera umschalten. Muss ich sie immer wieder umschalten. Du Loser, du hast die Kamera nicht umgeschaltet. Ach, fuck. Nein! Nicht schon wieder! Ah, fuck! Mann! Dann baut er so eine Scheiße, dass du fast überall
irgendwelche Loopings-Taste oder diese Seitendinger und dann schaltet er die fucking Kamera nicht um. Wie soll ich denn so was kontrollieren, ey? Hä? Wo geht's überhaupt hier hin? Ah, okay, das geht dahinter. Ah, du hättest auch das Looping-Ding benutzen können. Die Kamera umstellen. Aber lass mich raten, du musst eh gleich wieder umstellen. Ja, das war auch schon fast klar, Mann. Fresh, da muss aber noch Oliver dazulernen. Du musst ja bedenken, die Leute spielen die Strecke ja meist zum ersten Mal. Wenn du die Strecke spielst und immer wieder testest, du kennst sie in- und auswendig. Aber naja, ich glaube, den gleichen Fehler habe ich auch gemacht. Bei meiner alten Strecke damals. Weil das ist auch wieder, ne? Ich habe sie immer schon tausendmal gespielt. Ich kenne sie in- und auswendig. Deswegen musst du ja eigentlich einen anderen Playtester reinlassen. Jemand, der es nicht kennt, ne? Weil dann erkennst du ja dann eben sofort die Fehler. Die andere Leute eben mit deiner Strecke haben. Aber naja, Playtester sind überall wichtig, ne? Auch für eben Spiele, wenn die gemacht werden. Wenn die Leute das wirklich nicht... Ah, scheiße, stehen. Was du da... wie sie weiterkommen. Und dann müssen wir überlegen, warum kommen sie da nicht weiter? Ah, die wissen ja überhaupt nicht, was sie damit anfangen sollen, so ungefähr. Deswegen machen schlaue Spiele, bauen sehr schlaue Tutorial-Levels. Aber auch Tutorials, die einen nicht nerven. Nicht so nerven wie bei Black and White. Oh, das Tutorial habe ich immer abgesackt. Und das konntest du auch nicht skippen. Denkst du immer so, wie du jedes Mal, wenn du ein neues Spiel angefangen hast. Oh, laber doch hin, Mann. Ja, das weiß ich doch alles. Black and White, ey. Black and White 1. Habe ich auch so oft durchgespielt. Aber auch schon länger nicht mehr gespielt. Wäre das ein gutes Let's Play? Ich weiß nicht. Hätte ich ja runtergemusst. Glaub nicht, oder? Das ist immer die Frage. Ne? Was ist ein gutes Let's Play? Naja, was heißt ein unterhaltet, ne? Also, wenn man den Typen nicht mag, dann muss man wissen, dass Spiel mögen. Ha, ha, ha. Deswegen kam ja die ganzen... Da, toll. Die ganzen Leute damals bei Mega Race 2. Und da gab es ja auch so... gab es ja auch mal so ein geiles Kommentar. Von wegen, konnten die immer nur die Fresse halten, ey? Oh ja, Let's Play, nicht die Fresse halten und, Walkthrough oder Longplay, Fresse halten. Oh, ist auch so schwer, weil es ja auch, okay, das ist definitiv falsch, weil es ja auch Longplays und Walkthroughs, eher Longplays, von dem Spiel gab, so. Ich war nur gerade verwirrt, warum mein altes Ich da runterfährt. Ist das richtig? Das sieht aber richtiger aus. Das andere ist doch die Strecke, wo ich schon gewesen war. Oder bin ich einfach zu slow hier? Hier, 150, 500. Ah, zu slow, zu slow. Nee, an der Reg ist doch, wo ich gekommen bin. Wir müssen einfach mehr als 500 km/h schaffen. Schneller Auto, ich darf einfach nicht bremsen. Wer bremst, verliert. Oh, wenn Bande fährt, verliert auch. Oh Gott, ich bin noch langsamer als vorher, ey. Oder? 520! Ah, juhu. Boah, was für 20 km/h für Unterschied macht, ey. Das ist ja krank. Trotzdem muss das nicht heißen, dass ich hier richtig bin. Ich habe eine Fliege irgendwo an der Seite. So ein Scheiß. Oder ist das Muskelzucken? Muskelzucken oder Fliege? Ich glaube, Muskelzucken. Yeah, Bronze. Wunderbar. Zum Glück sammle ich keine Medaillen hier. Warning. Coast. Danke für die Warnung. Coast ist aber in der Regel nicht so scheiße wie die anderen Dinger. Woi, woi. Woi, woi. Naja, Loopings. Jede Menge Loopings. Plipli. Okay, ungewöhnlicher Name. Was? Kaspati? Oder was? Bestimmt Ausländer. Ein Ausländer! Nee, ein Italiener oder so. Keine Ahnung. Will ich es mal vermuten. Weil ist gleich Italiener. Muss jeder wissen. Das ist sogar richtig. Wäre auf jeden Fall stumpf. Das ist rassistisch. Das ist rassistisch. Aber trotzdem stimmt es, ne? Ja. Ja, guck mal. Selbst für diese kleinen pissigen Loopings hat er die Kamera umgeschaltet. Siehst du, so macht man das, Vortex oder wie der Typ eben gerade nochmal hieß. Da, wo ich die ganze Zeit rumgemeckert habe. Selbst ihr macht das bei jedem kleinen Pissnooping. Und selbst wenn man nicht weiß, wie das funktioniert, man guckt einfach in eine andere Strecke und guckt mal, wie die das eingestellt haben, so habe ich das ja gemacht.
Heute würde ich es ja hinbekommen, weil ich dann viel besser bin und schlauer geworden bin. Nein, weil, das ja fast, fuck, so wie bei Videoschnitt gemacht wird. Also die Steuerung von den Kameras und Einblendung von Texten. Das wusste ich ja zu dem Zeitpunkt auch nicht. Da 2014 habe ich mich ja mit Videoschnitt einfach nun fast null auseinandergesetzt. Oder war das nicht sogar der Zeitpunkt, wo ich die ersten Videos gemacht habe? Doch, das war der Zeitpunkt, wo ich meine ersten Videos gemacht habe. Damals auch mit Counter-Strike 1.6 und Half-Life 2 Deathmatch, aber nur mit Bots? Nee, nicht mal Bots. Stimmt, es gab ja keine Bots dafür und ich hatte kein Internet, also ja, mit gar nichts. So ungefähr, einfach nur alleine. Allein. Wäre ich wahnsinnig gewesen, wenn, oder das wäre für mich Wahnsinn gewesen, wenn es damals dafür Bots gegeben hätte, für Half-Life 2 Deathmatch. Glaube ich, als Mod, glaube ich, gibt es da sogar Bots. Stimmt. Es gibt ja selbst für Call of Duty 4 gibt es Bots. Die sind zwar irgendwie sehr komisch, aber naja, die hat irgendjemand in seiner Freizeit programmiert, ne? So wie ganz damals bei Counter-Strike 1.5. Die, ich glaube, Pot-Pot-Bots oder so hießen die, glaube ich, ne? Die waren ja auch so gemacht worden, dass sie irgendwie mit dir chatten und so. Ich glaube, Pot-Bots hießen die. Gott, ist das schon Ewigkeiten, ey. 1.5, das war ja doch einfach eine stumpfe KM-Mod für Half-Life 1 und 1.6 war ja mehr oder weniger schon ein richtiges Spiel, ne? Ist ja theoretisch auch nur eine Mod gewesen, wenn du so willst, aber es kam ja schon als eigenständiges Spiel auf Steam. Und Counter-Strike Source habe ich auch damals viel gespielt. Die ganzen Leute, die 1.6 gespielt haben, dachten alle, Source ist scheiße. Ich fand es trotzdem gut. Ja, klar, es war auf jeden Fall anders als 1.6, aber es war theoretisch dasselbe Spiel, nur irgendwie unter einer anderen Engine, ne? Aber das kennen wir heute noch, ne? Neue Sachen ablehnen. sagt der alte Spielspiel. Der spielt ja auch neue Spiele, Red Dead Redemption und so, ne? Ich habe auch schon die neuen Drag Medias gekauft, aber ich habe sie noch nicht gespielt. Wollte ich eigentlich nochmal machen, aber muss man hier mal reinfuchschen hier. Ich habe nur Trackbinder 2 damals gespielt, also den ersten. Ich glaube, der ist Canyon, glaube ich. Und da kam ich irgendwie nicht so ganz wirklich klar mit der Karre. Ja, das hat mich auch so ein bisschen abgeschreckt, weil das ist ja echt problematisch, ne? Wie gesagt, du bist hier in deinem warmen Nest, kennst alles, weißt, wie alles tickt und so weiter. Und dann kommt eben, ja, weil jemand Neues um die Ecke und dann musst du dich erstmal da komplett einarbeiten. Desto älter man wird, desto schwerer ist das für einen. Gerade wenn ich nach längerer Zeit ein Spiel nicht mehr gespielt habe, dann muss ich mich manchmal erstmal wieder richtig hart reinfuchsen, dann weiß ich mit der Steuerung. Also wenn ich zum Beispiel bei Red Dead Redemption 2 eine lange Pause gemacht habe, dann muss ich auch erstmal wieder gucken. Wie war denn nochmal die Steuerung zur Hölle? Aber naja, wenn ihr mal die 30 überschreitet, dann ist es bei euch wahrscheinlich genauso. Gerade wenn ihr dann noch Zeit habt für Videospiele. Oh nein, hier steht nichts. Das heißt das Schlimmste. Die letzte Strecke und ich habe sie nicht geschafft. Nice. Und da kommt natürlich das schöne Lied, das Labyrinth-Lied. Go! Ja, vielleicht schaffen wir es ja diesmal. Ne? Nicht jede Strecke, wo das steht, heißt, dass ich sie nicht geschafft, also beim zweiten Anlauf geschafft habe oder beim, ja, heutigen Anlauf, ne? Ja, dass ich sie damals 2015 nicht geschafft habe. Guck mal, geht schon gut los. Verkackt! Na, guck mal, selbst er hat auch wieder die Kamera umgeschaltet. Ja. Wo kommt das Ding da? Wo muss ich denn überhaupt hin? Ah, okay, du musst theoretisch einfach nirgendwo hin, sondern du musst einfach nur übers Looping wieder zurückgehen. Dafür brauchst du Geschwindigkeit. Hui! Guck mal, sind sogar Pfeile, damit du gleich weißt, wo du hin musst. Siehst du auch gleich wegen der Kameraumschaltung. Guck mal, die Strecke ist schon ein bisschen durchdachter. Und die habe ich damals nicht geschafft. Oh. Hat er einen Fehler gemacht? Habe ich einen Fehler gemacht? Oder habe ich die Strecke einfach nicht gespielt? Kann auch sein, ne? Alles möglich. Alles ist möglich. Guck mal hier. Spielt auch ein bisschen mit den Kameras rum. Das ist schön, wenn die Leute das machen, ne? Aber nicht nur die Kameras so einstellen, dass du nicht wirklich weißt, wo du hinfahren sollst.
Gibt's ja auch, ne? Stimmt, das war bei vielen offiziellen Strecken so, ne? Dass sie die Kamera so asozial eingestellt haben, dass du dann ja nicht nachbessern konntest. Guck mal, das war ja so ein Originalding. Scheiße, ich habe nicht nach links oder rechts geguckt. Ich habe gerade keine Ahnung, wo ich hin muss. Vielleicht ist auch richtig, was ich gerade mache. Hallo? No, okay. Sowas von falsch. Du musst nach links in die Mitte, wie scheint. Na, so, deswegen sind ja auch hier rechts und links. Hätte man ja wissen müssen. Oh, jetzt bremse ich in der Luft und bin trotzdem fast zu schnell. Oh. Wie gut, dass man hier in der Luft bremsen kann. Oh Mann. Ich frage mich eigentlich, war das bei Trackmania 2 auch so? Dass man das konnte? Ich glaube, selbst bei Trackmania Nations, das neue, war das so gewesen. Ja, das haben die zum Glück da behalten. Schön unrealistisch. Naja, das Spiel hat sich, glaube ich, noch nie damit geschmückt, dass es realistisch ist. Oh Mann, wenn du ein Auto hättest mit der Geschwindigkeit. Ich glaube, da könntest du wirklich auf so welchen Streckenteilen so fahren, oder? Ich glaube, der Wagen würde kaputt gehen. Der würde zerbrechen. Der Fahrer sowieso, was für G-Kräfte da draußen sind, ne? Bei der Beschleunigung und den Sprüngen. Extreme Fantasy. Ist das dumm, ey. Ah, schön zu weit geflogen. Bam! Mit Slow-Mo nach oben fahren. Aber wesen kommst du da hoch? Warnung, was Warnung? Ah, so, Warnung, du musst irgendwo anders hinfahren. Warnung, ja, was wieder Warnung? Wieder anders hinfahren? Ach so, nee, du musst rüberspringen. Ja, auch das haben wir schon mal bei den Originalstrecken gesehen, dass es irgendwo gemacht war, ne? War das Originalstrecken? Oder war es Community-Strecken? Ich glaube, das war sogar mal Originalstrecken. Wie lange fahren wir? 3 Minuten und was ist das Ziel? 7 Minuten. Was sind jetzt schon wieder? Wo sollte ich jetzt hin? Das habe ich jetzt nicht gesehen oder war dann Pfeil? Wie scheint, hätte ich nach rechts gemusst. Woher soll ich das wissen? Einblendung oder sonst irgendwas? Nein. So, jetzt aber ab nach rechts. Ah, wieder Bremsen in der Luft. Sag mal, wo... wollte sagen, so gut wie die Strecke auch durchdacht ist, ne? Woher sollte ich das wissen, ey? Boah. Okay, so schnell kannst du noch reagieren. So, fahren wir einfach durch die Mitte und es war richtig. Ding, 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 ding. Ah, wo ist sie denn jetzt hin? shit. Wahrscheinlich einfach nur wenden oder so, keine Ahnung. Sehr, sehr, sehr verwirrend. Ja, ich sehe das schon. Hier ist der Checkpoint. Noch ein Checkpoint. Hui. Oh, schräg, ganz schön kompliziert. Also, teilweise gut und durchdacht und teilweise hat er dann doch wieder in einigen Ecken was vergessen, wo man dann ja wieder damit rechnen muss, ne? Komm ich schon wieder. Hör auf, Mann. Das muss ich auch wieder wissen, dass ich nach links muss. Oder? Muss ich nach links? Ich glaube ja. Na toll. Ich denke mal, dass du nach da musst. Na, kannst du dir theoretisch auch wieder die Halfpipe sparen und gleich einfach stumpf nach links fahren. Na, hast du gleich Zeitersparnis. Nicht, als wenn es dir doch um die Medaille geht. Bremsen! Komm mal, ich mach das. Hui! Falls ich überhaupt hier hin muss. Kann auch sein, dass ich nicht hin muss. Ah, der Checkpoint. Da war ich noch nicht. Also, wo man auch nicht war, ist man richtig. Muss ja nicht heißen. Wir erinnern uns an die eine Strecke, ne? Die auch so ewig quälend lang war. Wo ich dann auch dachte, von wegen so, ich glaube, ich habe alle Checkpoints. Ich glaube, ich habe das Ziel auch gefunden, aber ja. Ich konnte durchfahren. Das heißt, ja, du hast irgendwo einen Checkpoint vergessen. Ich habe keine Ahnung wo und ich werde es auch nicht nochmal herausfinden. Ich wollte sagen, warum sehe ich denn kein Ghost hier? Ja, weil ich sie damals nicht gespielt habe. Oder nicht geschafft habe. Ja,
trotzdem so, im allem einen ist die Strecke gar nicht mal so schlecht gemacht worden. Mein guter Abschluss. Wie gesagt, nur ganz kleine Fehler. Okay, der Fehler lag jetzt nicht an der Strecke, der Fehler lag jetzt an mir. Aber ich sage ja, so an sich ist die Strecke gar nicht mal so schlecht gewesen. Das gibt 8 von 10 wegen kleinen Fehlern. Ja, hättest du die noch ausgebessert? Ja, dann hättest du sogar 10 von 10 gegeben. Nee, 10 von 10 gebe ich nicht. Hallo? Die perfekte Strecke, die gibt es nicht. Oder? Gibt es sie doch? Ich wollte immer mal auf der Queen der Sunrise Exchange gehen und nochmal gucken, ob es irgendwelche anderen neuen Maps gibt. Aber bis wir so weit sind, ich glaube, dann müssen wir erstmal den Rest hier durchspielen. Ha, ha, ha. Wie lange dauert das noch? Wir sind schon mit dem Ordner, wie scheint, jetzt durch. Strecken ohne Ende ist geschafft. Das heißt, ich mache für mich selbst jetzt einen Cut. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Aber so an sich bin ich immer noch in der gleichen Session. Sondern es ist einfach nur eben, ja, ein Partschnipp, ne? Schnibbel die Schnibbel. Weil ich muss ja auch mittlerweile machen, dass ich mehr Parts mache als damals. Ich könnte auch ein 2-Stunden-Video wieder machen wie damals, aber naja, das kam nicht so gut an, weil, keine Ahnung, die anderen machen es anders und es ist auch irgendwie abschreckend. Ne? Gerade jetzt, wo es so zur TikTok-Generation geht, die wollen dann wieder kurze Videos sehen. Die waren ganz am Anfang der Standard bei YouTube gewesen, dann waren die mehr oder weniger verpönt und man wollte wieder lange Videos haben und kurze Videos waren wieder unbeliebt. Und jetzt gehen wir schon wieder zurück auf kurze Videos. Und das heißt, irgendwann läuft es auch wieder umgekehrt, in 10, 15 Jahren wahrscheinlich. Gehe ich mal von aus. Aber naja, wir sehen uns dann bei der nächsten Episode. Lebt wohl.